zwei, drei oder viermal die Woche in die Halle zu gehen, um zu trainieren, ist vielen einfach nicht möglich. In diesem Video möchte ich euch deswegen ein 10-Minuten-Programm vorstellen, das ihr quasi jeden Tag machen könnt und das euch hilft, fit zu bleiben und auch beim Klettern weiterzukommen. Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von grundkursbouldern.de. Ja, das Jahr 2018 haben wir jetzt hinter uns. Wahrscheinlich haben einige wie ich über die Feiertage nicht wahnsinnig viel machen können, aber durchaus auch ein kleines bisschen Speck angesetzt. Und jetzt wird es natürlich Zeit, in 2019 anzugreifen, um wieder fit zu werden. Wie gesagt, ich habe ein ungefähr 10-minütiges Programm zusammengestellt, das man machen kann, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist nicht ganz auf meinem Mist gewachsen. Ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen von Dave McLeod. Der hat auf seinem YouTube-Kanal vor einiger Zeit schon mal ein ähnliches Programm vorgestellt. Ich habe es noch ein bisschen angepasst, dass es wirklich ein Ganzkörpertraining ist und dass man in tatsächlich knapp 10 Minuten ungefähr erledigen kann. Für das Training braucht man nicht wahnsinnig viel. Im minimalsten Fall, sage ich mal, reicht eine Wasserflasche aus, wie die, die ich hier habe. Und eine Klimmzugstange, das wäre allerdings das, was man wirklich braucht. Also die Klimmzugstange wäre wichtig, weil es soll schon ein Training sein, das auch Kletterern weiterhilft. Deswegen gehören da Zugübungen dazu. Im Idealfall hat man außerdem noch einen Schlingentrainer zur Hand, wobei ich jetzt keine Übung in diesem Video vorstelle, wo man den bräuchte. Ansonsten noch ein Griffbrett. Das wäre auf jeden Fall super. Und falls ihr kein eigenes Trainingsboard habt, dann freut euch schon mal auf das Video, das nächste Woche kommt, denn da möchte ich euch dann vorstellen, wie ihr euch mit einfachen Mitteln ein eigenes Board bauen könnt, das ihr frei in die Wohnung stellen könnt, ohne es irgendwo aufhängen zu müssen. Gut, soviel dazu und jetzt zum Programm. Das habe ich, wie gesagt, so zusammengestellt, dass es möglichst alle Muskelgruppen des Körpers anspricht. Es ist zwar schon kletterspezifisch und soll vor allem Kletterern zu mehr Kraft verhelfen, ist aber auch gleichzeitig darauf ausgelegt, dass man die Muskelgruppen, die beim Klettern nicht so stark belastet werden, ein bisschen mittrainiert, um auch diesen Gegentrainingsaspekt zu haben, um die Stabilisation zu haben, um einfach ja, fit zu bleiben, gesund zu bleiben. Das Training teilt sich auf in zwei Phasen. Hat man einmal die Erwärmungsphase mit 5 Übungen und dann nochmal die, ich sag mal, Kraftphase mit 5 Übungen, wobei man das nicht ganz so genau trennen kann. Es ist zwar schon so, dass man sich erwärmt im ersten Teil, aber auch die Übungen durchaus kräftig sind und später wird es dann nochmal intensiviert. Ja, wer mitgerechnet hat, hat schon festgestellt, das sind 10 Übungen. Wenn man die in 10 Minuten schaffen will, heißt das natürlich, dass man keine wahnsinnig langen Pausen machen kann. Das heißt, es geht auch schon gut auf die Puste. In diesem Video habe ich die Übungsauswahl natürlich so getroffen, dass es für die meisten von euch möglich sein sollte. Also wenn man so eine gewisse Grundfitness hat, ist dieses Programm machbar. Wer fitter ist und es trotzdem machen möchte, der kann gerne mal in die Infobox schauen. Da habe ich einen Artikel verlinkt, der sich eben auch mit diesem Training beschäftigt. Und in diesem Artikel stelle ich noch Übungen vor, mit denen ihr die ganze Sache ein bisschen anspruchsvoller machen könnt. Ja, wenn euch das Ganze zu schwer ist, dann habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, die Pausen länger zu machen, um euch besser erholen zu können vor der nächsten Übung. Ich werde aber auch im Video immer noch mal so ein, zwei Möglichkeiten nennen, wie man sich das Ganze ein bisschen erleichtern kann. Gut, dann starten wir jetzt in die Erwärmungsphase und die beginnt mit Ausfallschritten. Wobei ich für dieses Training vorschlagen würde, dass ihr keine ganz normalen Ausfallschritte macht, sondern eine Variante, bei der ihr den Schritt nach hinten macht und den Fuß aber nicht direkt auf den Boden aufstellt, sondern eher über den Boden gleiten lasst. Das macht im Prinzip fast eine einbeinige Kniebeuge. Der hintere Fuß soll eher stabilisieren, gar nicht so viel Gewicht abnehmen und ihr könnt ihn sogar in der Luft schweben lassen, bis an dem Punkt, dass ihr so weit unten seid, dass ihr merkt, okay, ich brauche jetzt die Entlastung, weil ich es aus eigener Kraft sonst nicht mehr schaffe, das zu halten. Dann geht ihr nach vorn, wechselt die Seite und macht dann quasi einen Ausfallschritt mit dem anderen Bein. Hier würde ich ungefähr 20 Wiederholungen anstreben, also 10 Wiederholungen pro Bein. Falls euch das sehr leicht fällt, dann könnt ihr natürlich eine schwere Übung wählen. Und falls ihr, ich sag mal, unter 6 Wiederholungen bleibt, dann könnt ihr vielleicht auch mal gucken, ob ihr noch nicht doch eher normale Ausfallschritte macht, weil dann könnte es nämlich sein, dass es euch zu schwer ist. Bei der nächsten Übung muss ich nicht so wahnsinnig viel erklären, glaube ich. Das sind nämlich Klimmzüge. Ihr hängt euch einfach an die Stange und macht so viele Klimmzüge, wie ihr schafft. Wenn das weniger als 5 oder 6 sein sollten, würde ich euch empfehlen, einen Stuhl drunter zu stellen, die Füße auf den Stuhl zu nehmen und euch so zu entlasten, damit ihr dann so auf wenigstens 12 Wiederholungen kommt. Denn es geht ja, wie gesagt, in der Erwärmungsphase darum, auch die Muskeln noch aufzuwärmen und weniger als 6 Wiederholungen wäre definitiv zu hart, zu wenig Bewegung, um dieses Ziel zu erreichen. Jetzt haben wir schon mal die Zugmuskulatur und die Beine erwärmt, als nächstes wird Druckmuskulatur dran. Und hier ist die Übung der Wahl, der Liegestütz. Ihr macht auch wieder so viele Liegestütze, wie ihr schafft, können durchaus mal 20 ungefähr sein. Bei allem, was darüber hinausgeht, macht es dann Sinn, mal eine schwerere Übung zu wählen. Ich denke mal, 10 Stück sollten es mindestens sein. Und wenn ihr das nicht schafft, dann würde ich euch empfehlen, die Hände einfach zum Beispiel auf dem Stuhl abzustützen, auf der Sitzfläche, um so den Oberkörper ein bisschen zu entlasten, mehr Gewicht auf die Füße zu bekommen. Und
dann auch da saubere Liegestütze machen zu können. Ja, und direkt im Anschluss kommt dann die vierte und vorletzte Erwärmungsübung, die auf die Unterarme abzielt. Das sind Repeater. Für Repeater braucht ihr einen Intervalltimer, den könnt ihr euch als App für Android und iOS einfach runterladen. Ich verlinke da mal was in der Infobox. Ganz praktisch wäre es natürlich, wenn ihr da ein Griffbrett habt für diese Übung. Wenn ihr keins habt, geht es aber auch an der Klimmzugstange. Ihr hängt euch dann einfach mit hängenden Fingern an die Stange und macht die Übung da. So, euer Intervalltimer stellt ihr so ein, dass ihr insgesamt 6 Durchgänge habt, die jeweils bestehen aus einem 7-sekündigen Arbeitsintervall und einem 3-sekündigen Pauseintervall. Während dieser 7 Sekunden hängt ihr, dann kommt der Pauseintervall, in dem ihr mal kurz die Finger ausschütteln könnt, 3 Sekunden lang, und dann hängt ihr wieder 7 Sekunden. Ja, das Ganze macht ihr 6 Mal und dann seid ihr auch damit durch. Dann käme die letzte Übung der Erwärmung, das ist so eine Joker-Übung, sage ich jetzt mal. Da könnt ihr euch aussuchen, ob ihr eine Beinübung oder eine Übung für die Druckmuskulatur machen wollt. Weil die Druckmuskulatur beim Klettern tendenziell eher vernachlässigt wird, würde ich sagen, es ist ganz vernünftig, nochmal Liegestütze zu machen oder eine ähnliche Übung. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich brauche im Moment eher Kraft in den Beinen, ich merke, dass es da ein bisschen hapert. Dann könnt ihr natürlich auch nochmal eine Beinübung machen. Tja, und an dem Punkt solltet ihr recht gut aufgewärmt sein, denn jetzt geht es in die heiße Phase. Und die beginnt mit einer Blockierübung. Dabei hängt ihr euch an die Klimmzugstange, zieht euch bis kurz vor den höchsten Punkt nach oben und versucht, diese Position so lange wie möglich zu halten. Irgendwann wird euch dann zwangsläufig die Kraft ausgehen und ihr werdet euch ablassen müssen. Und dieses Ablassen solltet ihr möglichst kontrolliert machen. Also nicht einfach nach unten durchrauschen, sondern versuchen, wirklich langsam nach unten zu gehen. Danach hat eure Zugmuskulatur erstmal kurz die Möglichkeit, sich zu erholen, denn dann ist euer Rumpf dran und den trainiert ihr mit Superman Planks. Dabei geht ihr in den Liegestütz, das ist die Ausgangsposition, und ihr beginnt dann abwechselnd den linken Arm und das rechte Bein zusammenzuheben und anschließend den rechten Arm und das linke Bein. Falls euch das noch ein bisschen zu schwer sein sollte, könnt ihr auch einfach im Plank bleiben und abwechselnd Arme und Beine heben, also ohne dass jetzt Arm und Bein zusammen hochgeht, sondern nur ein Arm, ein Bein, anderer Arm, anderes Bein. Wenn euch das noch zu schwer ist, könnt ihr natürlich auch einen normalen Plank machen. Ich finde den Superman Plank grundsätzlich aber besser, einfach deswegen, weil dabei der Körperschwerpunkt immer mal ein bisschen verlagert werden muss und das ändert so die Spannungsverhältnisse quasi in der Körpermitte. Da müssen die Muskeln ein bisschen mehr arbeiten, müssen stabilisieren, und ich denke, das ist einfach das bessere Training, denn beim Klettern hat man genau das auch immer. Man ändert immer wieder die Körperposition. Und da muss sich die Muskulatur ja quasi auch dran anpassen. Also wenn ihr normale Planks macht, müsst ihr das auf Zeit machen. Dann würde ich sagen, versucht wenigstens 30 Sekunden das Ganze zu halten. 40 Sekunden wären auch okay. Wenn ihr Superman Planks macht, dann geht es eher um Wiederholungen. Und dann würde ich sagen, so 12 bis 15 Wiederholungen wären so ein Ziel, was man sich mal setzen kann. Wenn ihr das geschafft habt, geht es weiter mit einer Maximalkraftübung für die Finger, nämlich maximalem Hängen über 12 Sekunden. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man kein Griffbrett hat, weil man eine kleine Leiste braucht, an die man sich da hängt. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man sich einen Türrahmen sucht, der recht schmal ist. Da muss man sich auch nicht mit dem ganzen Körpergewicht dranhängen. Also wenn dieser Türrahmen zu schmal ist, um sich da überhaupt dran zu hängen, dann könnt ihr auch gern die Füße auf dem Boden lassen und einfach so viel ziehen, wie halt maximal möglich ist. Auch da braucht ihr einen Timer, denn ihr müsst dann wirklich 12 Sekunden lang hängen. Und das sollte schon so sein, dass ihr merkt, dass am Ende dieser 12 Sekunden nicht mehr viel Reserven übrig sind. Also es sollte so sein, dass ihr kurz vorm Abfallen seid. Man sagt immer so, 12 Sekunden hängen an einer Leiste, die man maximal 15 Sekunden halten könnte, bevor man abrutscht, bevor die Muskeln quasi aufgeben. Danach ist nochmal der Rumpf und die Schultermuskulatur fällig. Um das zu kombinieren, auch der Rotatorenmanschette mal was Gutes zu tun, würde ich vorschlagen, dass ihr Sternplanks macht, bei denen ihr euch aus dem Liegestütz zur Seite aufdreht. Ich denke auch, dass diese Übung für die meisten nicht wahnsinnig schwer wird. Deswegen kommt dann diese Flasche hier zum Einsatz, was ich vorhin schon gezeigt habe. Das ist erstmal ein kleines Gewicht, denn die kann man einfach beim Aufdrehen mit nach oben nehmen, in der Hand, die dann zur Decke zeigt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man die dann, wenn man wieder runter geht, unter dem Körper durchführt und auf den Boden stellt, um sie dann für die andere Hand bereit zu machen. Und diese kleine Änderung macht meiner Meinung nach nochmal eine ganze Menge aus. Nicht nur deswegen, weil man auf einmal ein bisschen Gewicht in der Hand hat, sondern auch, weil man in diesem unteren Teil der Bewegung jetzt nicht einfach die Hand aufsetzen kann und dann die andere Seite nach oben dreht, sondern dass man halt das Ganze nochmal stabil halten muss, dass man da die Flasche ruhig absetzen muss, auch unterm Körper nochmal durchgehen, dass auch die Bewegung nochmal ein Stückchen weiterführt, als man es normalerweise machen würde, wenn man die Hand nur aufsetzt. Das macht es durchaus nochmal anspruchsvoller. Und deswegen, wenn ihr mit den normalen Sternplanks und diesen normalen Aufdrehen kein Problem habt, würde ich auf jeden Fall die Wasserflasche mit dazu nehmen.
ganz zum Schluss könnt ihr dann nochmal eure Sloper-Kraft trainieren, indem ihr nochmal dieses 12-sekundige Maximalhängen macht, aber eben nicht an der Leiste, sondern an einem Sloper. Gut heißt, wer da einen Beastmaker zu Hause hat. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sich einfach im Baumarkt ein Stück PVC-Rohr besorgt und das dann über die Klimmzugstange zieht. Da hat man halt auch einen ja, improvisierten Sloper. Diese Übung muss aber nicht unbedingt sein. Also wenn man schon merkt, nach dem ersten 12-sekündigen Hängen, dass die Finger eigentlich gut platt sind, dann braucht man das nicht mehr unbedingt machen. Ja, wenn ihr diese Übung hinter euch habt, dann seid ihr tatsächlich durch mit dem Programm. Und ich würde mal vermuten, dass ihr euch doch recht abgekämpft fühlt. Also ich war überrascht, wie sehr das reinhaut. Es ist einfach daran liegt, dass man sehr viel, auch teilweise sehr anspruchsvolle Übungen macht, in einer sehr, sehr kurzen Zeit mit wenig Pause. Das geht natürlich ordentlich rein. Das Schöne an dem Programm ist natürlich, dass es nicht nur sehr kurz ist, sondern auch sehr effektiv. Denn diese kurzen Belastungen reichen schon aus, dem Körper ein Signal zu geben, dass er da was machen muss. Und wer ja, gut trainiert ist, der kann damit seine Kraft zumindest aufrechterhalten. Wer noch nicht so fit ist, noch nicht so viel Erfahrung hat mit strukturiertem Training, der wird sogar stärker werden durch so ein Programm. Ein guter Einstieg wäre, denke ich, dieses Programm alle 2 Tage zu machen, zumindest an den Tagen, in denen ihr nicht in der Halle trainieren seid, also nicht klettern oder bouldern geht. Wer schon ein bisschen fitter ist, kann es aber durchaus auch täglich machen, sollte halt schauen, dass ungefähr 24 Stunden Zeit zwischen den Trainingseinheiten sind. Tja, und das war's dann auch schon mit diesem ersten Video im Jahr 2019. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Training habt, irgendwelche Ideen, Wünsche, Kommentare, sonst irgendwas, schreibt es mir gerne in die Kommentarspalte. Ich lese es mir wie immer durch. Ansonsten würde ich euch jetzt einfach viel Spaß beim Training wünschen, viel Spaß beim Klettern, einen schönen Tag und wie immer maximalen Grip.